Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video über die Verwendung von Joins. Wir haben im Bereich Oracle BI verschiedene Möglichkeiten, mit Joins zu arbeiten. Zwei dieser Möglichkeiten möchte ich gerne im heutigen Video kurz vorstellen. Die erste erfolgt aus einem Projekt. Hierzu ist es notwendig, ein neues Projekt zu erstellen. Dafür wählen wir oben rechts Create und die Kachel Projekt. Der erste Schritt für ein neues Projekt ist die Auswahl der Datenquelle. Hierfür stehen uns verschiedene Datensets zur Verfügung. Datensets sind Verbindungen zu losen Tabellen oder Views innerhalb unserer Datenbank, also strukturierte Daten, aber auch unstrukturierte Daten, wie zum Beispiel CSV-Dateien, Textdokumente oder Excel-Files. Zu erkennen, um welches Datenset es sich handelt, ist das Ganze an der Farbe der Kacheln. Eine rote Kachel bedeutet strukturierte Daten. Das heißt, hier beziehen wir uns direkt auf unsere relationale oder multidimensionale Datenquelle. Unstrukturierte Daten sind über die grüne Farbe zu identifizieren. Für unseren Join habe ich ein sehr einfaches Beispiel vorbereitet. Dazu ist es notwendig, ein neues Datenset zu erstellen. Hierfür wählen wir Create Dataset und haben jetzt die Möglichkeit, entweder ein Flatfile hochzuladen oder über eine bereits existierende Datenbankverbindung eine oder mehrere Views oder Tables zu integrieren. Wir laden eine neue Datei hoch, die sich auf unserem lokalen Filesystem befindet. Hierfür gehen wir zunächst auf die Datei Join Facts, öffnen diese und bekommen in der Prepare View gleich eine Übersicht der Inhalte präsentiert. Das heißt, hier auf der linken Seite finden sich vereinzelte Codes, in der Mitte Actual-Werte und auf der rechten Seite Budget-Werte. Wir haben nun noch die Möglichkeit, die einzelnen Spalten zu bearbeiten, neue Spalten hinzuzufügen, das Zahlenformat zu ändern und so weiter. Das, was wir jetzt machen möchten, geht aber mit der entsprechenden Konfiguration der Tabelle, wie sie jetzt ist. Und deshalb wählen wir einfach Add und fügen sie zu unserem neuen Projekt hinzu. Auf der linken Seite sehen wir jetzt alle Datenelemente, das heißt, hier ist unsere Tabellenbezeichnung zu finden und dann entsprechend die einzelnen Spalten, Spaltennamen, wie wir sie aus der Tabelle entsprechend kennen. Das heißt, unser Code, unsere Actual-Werte, unsere Budget-Werte. Wir befinden uns immer noch auf dem Prepare-Tab, das heißt, zunächst, um mit einer Visualisierung beginnen zu können, gehen wir auf den Bereich Visualisierung. Das ist der zweite Tab oben rechts. Nun haben wir die Möglichkeit, den Code auszuwählen, über Steuerung, Actual und Budget hinzuzufügen, einen Rechtsklick auf die Tabellen zu machen, Pick Visualization und hier die entsprechende Tabellenform auszuwählen, um die Inhalte angezeigt zu bekommen. Jetzt ist es so, dass diese Ländercodes nicht sehr sprechend sind und es natürlich schöner wäre, die entsprechende Beschreibung nebenan zu sehen. Hierfür haben wir eine weitere Tabelle, die wir jetzt integrieren wollen. Dafür wählen wir das kleine Pluszeichen oben rechts, Add, Dataset und haben wieder die Möglichkeit, aus den bereits existierenden Datensets etwas auszuwählen. Man sieht, das Datenset, was wir gerade ausgewählt haben, wurde ausgegraut. Wir können aber genauso natürlich wieder ein neues Datenset hinzufügen. Und das ist das, was wir jetzt machen. Wir gehen wieder auf File, Upload von unserem lokalen Filesystem und laden hier die zweite Datei, die wir vorbereitet haben, rein, Join Code. Wir öffnen das Ganze und sehen jetzt die entsprechenden Inhalte von unserer Join Code Tabelle. Der Inhalt ist wie folgt: Auf der linken Seite sehen wir die entsprechenden Codes, die Kürzel, und auf der rechten Seite die dazu passende Beschreibung. Um diese neuen Daten, diese neuen Informationen zu unseren bereits existierenden Datenelementen hinzuzufügen, gehen wir hier oben auf das Add-Zeichen und bestätigen damit den Upload der neuen Tabelle. Wir sehen, dass das Ganze jetzt getrennt ist durch einen Strich. Der Strich bedeutet insofern, dass Oracle BI momentan noch nicht weiß, wie die beiden Tabellenblätter miteinander verbunden werden sollen. Dazu gehen wir unten in unserem Bereich Datendiagramm und sehen hier beide Tabellen lose voneinander. Wir klicken jetzt genau in die Mitte
und legen damit eine neue Relation an. Auf der linken Seite selektieren wir den C-Code und auf der rechten Seite die Spalte Code. Klicken auf OK und haben damit die beiden Tabellen miteinander gejoint. Man sieht, der Strich ist weg und wir haben jetzt die Möglichkeit, mit beiden Tabellen entsprechend zu arbeiten. Wir gehen auf Visualisierung zurück und können aus den einzelnen Datenelementen ebenfalls den entsprechenden Code bzw. die Beschreibung mit in unseren Bericht reinziehen. Man sieht, wir haben nicht für jeden Code eine entsprechende Beschreibung. Um sowas zu verändern, um nur wirklich zu sehen, was genau aufeinander passt, können wir hier unten auf das Blending draufgehen und selektieren hier, standardmäßig ist das eingestellt auf Auto, Custom. Jetzt können wir sagen, dass wir wirklich alle Zeilen sehen möchten, auch die, die nicht gematcht sind, und sagen hier All Rows und sehen, dass sowohl in der ersten Tabelle Join Facts als auch in der Tabelle Join Codes Elemente drin sind, die nicht in der anderen korrespondierenden Tabelle sind. Elemente drin sind, die nicht übereinstimmen mit der anderen Tabelle. Dies war die erste Möglichkeit, einen entsprechenden Join zu generieren. Ich möchte jetzt noch eine zweite Möglichkeit präsentieren. Dies erfolgt über einen Data Flow. Hierfür gehen wir wieder auf die Startseite, wählen Create Data Flow. Wir beginnen unseren Flow mit dem gerade hochgeladenen Dataset Join Code und sehen, nachdem wir das Ganze ausgewählt haben, auch hier die entsprechenden Inhalte angezeigt. Das heißt, auf der linken Seite unser Code und auf der rechten Seite unsere Stadtbeschreibung. Um jetzt die beiden Tabellen miteinander zu verheiraten, klicken wir auf Add a Step und hier Add Data oder aber wir arbeiten mit Drag and Drop und schieben es von der linken Seite einfach über Drag and Drop hinter unser bereits vorher angelegtes Datenset. Wir wählen jetzt Join Facts aus. Und man sieht, das System versucht gleich entsprechend ein Matching zu finden. Es hat C-Code gesehen, es hat den Code gesehen, es sieht, dass die Inhalte mehr oder weniger übereinstimmen und es versucht schon einen entsprechenden Match aufzubauen. Wir können das natürlich ändern, sofern das falsch ist und auf eine andere Spalte zugreifen. Oder aber auch natürlich den Join komplett löschen, das Ganze noch mit Zwischenschritten bearbeiten, dass wir neue Spalten hinzufügen und so weiter. Wir arbeiten jetzt hier nur mit einem Matching, wie man sieht. Der zeigt uns im unteren Bereich nur das an, was wirklich übereinstimmt. Wir können aber auch uns natürlich wieder alle Zeilen anzeigen lassen, entweder nur aus der ersten Tabelle, unserem Join Code, oder aber auch aus dem zweiten Input, unserem Join Facts. Wir haben jetzt die Möglichkeit, auch diese Informationen, die wir gerade angelegt haben, als neues Datenset zu speichern. Hierfür wählen wir das Plus und Save Data, legen ein neues Datenset an, geben dem Ganzen den Namen Join Total und führen das Datenset aus. Wenn wir jetzt zurückgehen auf unsere Startseite, können wir ein neues Projekt erstellen, basierend auf dem gerade angelegten Datenset Join Total. Dafür filtern wir nach Join und sehen hier unser Join Total mit den entsprechenden Inhalten. Das war's. Ich hoffe, wir konnten mit diesem Video einige Fragen beantworten. Ich stehe gern zur Verfügung, sollte es noch weitere Fragen geben. Bis dahin bedanke ich mich für Ihr Zuschauen und wünsche noch einen schönen Tag.